Willkommen zurück zu... Das bist einfach vor mir erschienen. Zu Elden Ring. Wir haben doch jetzt dieses... Wir haben doch jetzt dieses Messer gefunden. Dann können wir doch jetzt eigentlich mehr von diesen Kriegsarschen raufbauen, oder? Ja. Genau, jetzt können wir nämlich auch magisch machen. Das bringt mir leider überhaupt nichts, weil ich brauche heilig. Na, jetzt kannst du nämlich noch nicht... Doch, wir können jetzt auch... Schwer. Doch, das habe ich nicht, das Ding. Weil das jetzt kannst du nämlich mit jedem beliebigen Ding kannst du jetzt nämlich solide und wertig machen. Oder zumindest das, was auch mal Geschicklichkeit bringt. Das dumme Messer habe ich einfach nicht. Das, was Geschicklichkeitsscaling macht. Das habe ich nur auf den Aschen, die das von alleine haben. Und das sind halt lange nicht alle. Der Maltöter ist tot, wenn er tot ist? Oder ist der... Ach nee, der ist da unten. Okay. Dann machen wir den mal nochmal tot. Schämst du dich nicht? Geht. Manchmal ein bisschen, aber lässt schnell wieder nach. Was denn? Kann man den backstabben? Der Hund will es auf jeden Fall nicht. Ich will den backstabben. Aber der weckt doch den Maltöter nicht auf. Ja, man kann den backstabben. Der Hund ist erstaunlich widerstandsfähig. Ja, denn, Aua! Ah. Natürlich klappt das bei dir! Ja. Hast du da gerade einen Shield Bash gemacht? Der lässt sich aber relativ easy staggern, der Bursche. Ja. Dafür, dass es so eine Sau ist hier. Au. Hatte keine Hyper-Armor. Tja, denn hat. Droppt immer in Vergleich zu so viele Seelen. Oh, warte mal, hier sind wir meine Besten. Ich hab hier noch was gefunden. Ich hab hier noch was gefunden. Was ist es? Es ist. Ja, zwei Schmiedestein 1. Mal mitnehmen. Wie ich diese Viecher hasse. Die Flugabwehr hat gar nichts geleistet. Ja, sie sitzen leider nicht wie Explosivfässer, die Freunde. Deswegen. Oh, hier ist auch noch was. Ups. Ich bin ja jedes Mal absolut glücklich über meine Attentäter. Ich muss mal eine andere Rüstung suchen. Das irritiert mich, wenn ich hier genauso aussehe wie die Gegner, die hier rumrennen. Brauchst du eigentlich Hilfe? Dieser Vogel ist relativ unsterblich, aber nicht so unsterblich, wie ich dachte. Relativ? Ey, der hat einen Schmiedestand 2 gedroppt. Wer wohnt hier oben? Noch ein dummer Gegenstand. Wie ist es hier ganz schön dunkel, diese Ecke? Weil hinten Tote an der Wand, dann die ganze Wand ist mit Blut beschmiert. Ja, sowas kommt vor. In den besten Familien. In den schlechtesten auch. Ich bin der Barbaren begegnet. Ach so, ist sie. Ich bin erstmal gierig, wie ich bin, zur goldenen Saat gerannt. Oh. This grafting of Godric's ill befits a lord. He's tainted the very winds. Er hat die Winde beschmutzt. If you intend to challenge Godric, I ask you call upon me. The winds run foul with his deeds. I'm certain father would permit me aid the fight. Apologies. Bevor wir den Mr. Godric hier uns angucken, müssen wir auch noch das komische verpflanzte Vieh da unten machen in seinem. Wenn hat das was? Nee, aber also ich würde die Gegend fertig machen, bevor wir den Endboss machen, oder? Ja, ja, klar, aber wir müssen vorher noch den Riesen holen. Ja. Den kann man echt den ganzen weiten Weg pullen? Ja, dann ich fange schon mal an, ne? Achso, du bist ja auch direkt neben mir, na gut. Wir können erstmal kurz die beiden Moblinge umhauen. Ja, die haben keinen, die müssen ja nicht leben. Oh. Den Hit kann ich blocken. Sehr gut. Er würde 8 Schweine zermatschen, aber nicht mich. Ich habe ein Schild aus Eisen. Ja, mit 100% fällt, würde ich ja stark hoffen. Ganze Bäume. Aber nicht mein Schild. Bumm. Das ist halt, weil du das so wie so ein. Wie, was? Dein Spiel ist gecrashed? Ja. Das ist neu. Ja. Das ist noch mehr gecrashed. Das Spiel weiß schon, dass du nicht mehr da bist, weil das A4 aggro halt mich.
Beziehungsweise stand doch gerade irgendwie für eine Sekunde einfach nur dumm da und hat gar nichts gemacht. Warte mal kurz mit dir, bitte. Du musst eh nochmal neu also beenden jetzt, weil es geht ja nicht anders. Ja, wahrscheinlich muss ich das auch noch nicht. Ich stehe mich hier mal in eine Ecke. Irgendwo weit weg. Er hat mich gehauen, aber ich habe keinen Schaden bekommen. Ach, das hast du noch gesehen. Über die auf dem Stream halt. Achso. So, egal. Ich nehme an, dass das jetzt gleich ganz gut klappt. Hast du ihn jetzt in deiner Welt angegriffen, den Riesen? Ich bin ja weggerannt. Also, vor ihm. So, dass ich ihn angegriffen hätte, ist eine Verdrehung der Tatsachen auf jeden Fall, weil... Na, ich glaube eher, der Riese hat recht. Ich meine, wann haben die Riesen uns jemals was Böses getan? Wohingegen du durchaus einige Leute nicht gerade glücklich gemacht hast. In den Po geboxt habe mit meinem Schwert, ja. Und davor mit der Keule. Ja, das war sehr unhöflich von dir. Das hättest du ja auch mal nicht machen können. Jetzt mach nicht den dicken Max hier, komm mit. Gerade ist er so schön hinterhergelaufen. Jetzt auf einmal macht er hier irgendwelche Kampfdinge. Darauf wäre ich übrigens. Also ich habe das ja auch ganz spät gerafft, dass man diese Statuen von irgendwelchen großen Gegnern kaputt machen lassen muss. Weil es hat dieses Dingszeichen, dieses. Dieses Loot-Zeichen. Ja, aber ich habe halt nicht gerafft, dass es große Gegner sein sollen, die das. Die hier die Rettung bringen sollen. Im Nachhinein absolut logisch, sicherlich. Au. Oh. Das war. Ja, wurde die Sphären auf jeden Fall gejätet, dieser Feuerball. Kennst du diese Skyrim-Memes mit den ja, Riesen, die Leute. Oh. Du hast Wahnsinn gezaubert. Nochmal. Wenn du direkt vor dem Gegner stehst, ist das, glaube ich, gar nicht so ineffizient. Mal nochmal und ich krieg leider den Wahnsinn. Das wird jetzt nicht so Lust. Au. Tja, alles kommt mit deinem Preis. Ist ja immer noch nicht tot. Jetzt. Ey, ich habe 200 sogar. Cool. Mehr als 1000, yay. Yeah. So, dann was fehlt denn hier überhaupt? Wollen wir den Keller machen? Ne, den Keller machen nach Godric, oder? Können wir noch davor machen. Dieser Wurm ist relativ gemein. Da vorne ist die goldene Saat noch, dann können wir, ich meine, jetzt sind wir eh wieder bei Godric. Ja, also ich würde gerne noch das Ding, wo ich vorhin gesagt habe, wir müssen da noch runter. Den Keller mit dem Fieder, also und die Küche. Dieses Spezialding bei dem Maltöter, genau, das ist auch noch so eine Ecke. Die Küche haben wir auch noch nicht gemacht, ne? Ja, die ist, glaube ich, auch da in der Ecke. Die Kirche wollte ich sagen, nicht die Küche. So. Aber die Küche haben wir auch nicht gemacht. Ja, haben wir nicht. So, okay, das ist denn hier absolut Godric. Hier rechts, das haben wir schon, das Feuer. Wir können hier kurz rastern und uns kurz rüberporten. Den ja, Maltöter halt schnell nochmal machen, der ist ja... Also willst du nochmal zur Kammer auf Aufzugsseite? Jo. Nee, was hast du mit dem Maltöter vor? Hä? Dahinter ist doch so ein Seitenraum, wo ich nur kurz drin war, aber da geht's noch hoch ein Ding und ich habe ein bisschen vergessen, was da ist. Ich auch, anscheinend. Ah, die guten Rüstungen hier. Wir könnten uns so gut ausrüsten, wenn wir nur wollten. Ja. Das hast du hier gemacht, jetzt können wir nicht mehr. Habe ich ja nicht voll. Ja, ich habe voll meine Tode hochgezählt. Die waren schön. Die waren schön poliert hier. Ja, schade. Accidents happen. In der Tat. Oh, gar nicht schlecht, das Spell. Also, sagen wir, es ist einer der besten bis jetzt. Vom Damage Output. Ja, vielleicht soll ich ihn auch mitnehmen, anstatt diesen affigen. Du kannst Feuerball. Das so zweimal machen, da musst du kurz chillen, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich habe irgendwas mehr, weil ich kann den dreimal zaubern. Alter. You do you. Achtung, Vogel. Na, ich hab's gerade dieses das Flatten des Untergangs gehört. Er hat den gemeine Rechte. Jetzt kann ich mal ein Schild oben. Ha, daneben. Die Flak. Ja, ich hätte hier noch so einen Heilzauber anzubieten, den nimmst du ja bestimmt gerne auf. Gerne. Bing. Sehr freundlich von innen. Ist da hinten so. Bei dir auch jetzt eine Nebelwand, wenn du da vorguckst? Richtung Leuchtfeuer? Ja, aber das... Nee, das, bei mir ist eine weiße Wand dahinter. Also die Wand ist halt selber weiß. Ah, okay. Da ist das kein Nebel in dem Sinne. Von hier. Das wäre interessant. Aber nee, es ist einfach nur eine Wand, die völlig überbeleuchtet ist von dieser Fackel, die da hängt. Ja, okay. Ja.
Hättest du mehr Pixel, würdest du das auch so groß sehen. Hätte ich mal einen 4K-Monitor. 4K ist es nicht, es ist WQHD. Nee, nicht, ist nicht genau. QHD ist das 4K, Quad HD halt. Wo gehst du hin, ist, da, wo du hin wolltest. Ach, hier. Hä? Okay. Aber hier war doch. Ich hab's nochmal aufgenommen, aber ich hab's einfach. Also, ich konnt's nochmal aufnehmen. Ja, das gefällt mir nicht, sorry, jetzt hab ich. Hier sind übrigens überall Feuerfässer, muss man ein bisschen aufpassen. Ja, aber es kann keiner von denen irgendwas mit Feuer machen. Ja, bis auf die mit der Fackel, aber sonst keiner, ne? Ja. Und die Typen, die an den Flammenwerfer dran stehen. Wir hätten in wohlweislicher Voraussicht vielleicht die Trüttenbärensfeuer entfernen sollen aus dem Leben. Wie ist das hier gerade sehr dunkel? Die können doch alle nix für diese komischen. Louis ist da. Oh, hier ist noch ein Alter. Der hier hat leuchtende Augen. Er gibt dem erzählt. Der hat mich. Ja. Und er hat gleich direkt noch ein Holzgroßschild gespendet. Wer bist du? Da oben. Für die. Achso, den, ja, den. Den habe ich vorhin gemacht. Okay, jetzt müssen wir hier einfach. Wait. Wait. Du bist aus dem Weg, danke. Da vorne. Ja. Hier wollte ich hin. Ja, uns mal auf die Leute, aber verprügeln, der Mann. Ja, die da hinten, die können irgendwie was, die können irgendwie so komisch zaubern. Das ist so dumm. Am. So, und jetzt hier den Gang runter hier rechts, oder nicht in den Keller. Warum ist denn das jetzt eigentlich immer so dunkel bei mir hier? Ich finde wie die Gamma. Nacht, oder? Ist einfach Nacht im Spiel. Ja, aber es ist, ich sehe halt gar nichts. Ach, jetzt sind wir wieder in der Küche. Jetzt können wir hier hoch. Na, ich bin komplett lost. Bim, bim. Ja, gut, dass du dich anscheinend auskennst. So, da ist so ein Monkey. Jetzt nicht mehr. Kann man hier ach hoch? Ja. Wir müssten aber noch in der Speisekammer rauskommen. Genau, dann müsste jetzt hier auch direkt irgendwo sein. Hier gibt es 10 Pfeile. Wow. Gut, dass ich hier extra reingerannt bin. Risiko. Ich könnte mir bei Gelegenheit mal den Bogen kaufen. Kann ich auch mal wieder so Rätsel lösen. Hä? So. Dann hier runter. Da ist die Speisekammer, genau. Perfekt. Willst du noch ein paar Arme kaufen? Wir haben hier noch ein paar gute. Gute Arme? Oh. Monsieur ist direkt recht drauf. Das ist so, das Geschlecht von diesem Vieh ist nicht so ganz klar. Aber wahrscheinlich ist es einfach, das ist. Leid. Ja, ich glaube, das Geschlecht von diesem Tier ist auch einfach ja. Dann wird Wahnsinn ja genau der richtige Spell für ihn sein. Das sollte eigentlich seinen Grundzustand nichts mehr ändern. Ich meine, oder Roderica meinte ja, das sind alle ihre Freunde. Alle. Was, die verpflanzen? Ja, sie meinte doch, sie wollte hier irgendwie hochstürmen. Und dann, aber das dann hat oder Godric alle ihre Freunde auseinandergenommen und in Teile verbaut. Ach so. Was man so macht, Dienstag mit. Ja, kannst du nicht. What? Ich werde den Monsieur mal disengagen. Kurz, ja, stell dir einfach den Vorraum, ich renne mal kurz durch den Innenhof, mit dem ich gerastet habe. Yes, sir. Ich musste leider resetten. Ja, schon klar. Das hatte ich irgendwie gerade nicht erwartet, dass mich das trifft. Der Scheiß. Ich stehe hier und warte. Ja, mittlerweile ist es doch Tag, deswegen ist jetzt alles auch viel besser. Eventuell bringe ich gleich auch den kompletten Innenhof mit. Das ist, remains to be seen. Ihr könnt nicht. Meinst du, die haben. Doch, kann er. Anscheinend. Ja, die mischen sich da gerade gegenseitig so ein bisschen auf. Alter, die werfen Feuerbomben hier rein. Feuerbombe! Bombenangriff. So, war's das, aber es kommen bei Weitem nicht alle rein. Gott, ich hab eine abgekriegt. Achso, weil draußen die Ballisten. Achso, die Armbrust-Dudes sind. Ja, lass die mal da sein, glaube ich. Du willst auch nicht den ganzen Innenhof kämpfen? Nein, will ich nicht. Lass uns einfach dieses komische Crafted Vieh umhauen, dann ist auch gut. So, wo liegt denn mein Zeug hier? Achso. Du gratis. Was macht dir die Innenrichtung kaputt?
Ich glaube, ich hätte auch den Wahnsinn mitnehmen sollen. Er sieht schon eher gut aus gegen Monsieur hier. So, diesmal heile ich mich mal ein bisschen mehr als letztes Mal. Also viel Schaden macht es jetzt irgendwie auch nicht. Ja, weil er ist wie gerade den Schild oben hatte, denn ist irgendwie. Da macht beim Feuerball genauso viel. Bumm. Au. Ich brauche bessere Offensivmagie, das ist ja. Das kannst du ja keiner erzählen hier, das Ding. Apropos Bombenangriff habe ich auch noch. Bombenangriff. Der Bombenangriff macht übrigens auch mehr Schaden als das andere Ding. Durchs Schild durch anscheinend. Es gibt ja noch den einen Helm, der Schaden erhöht von Wurfgegenständen. Hochlandachs, das ist ja schön. Hier sind noch blutschillende Boli. Schmoli. Kann hier irgendjemand Blutung? Also hier in der Gegend nicht so. Generell bestimmt. Schön. Schmiedestand 2 beim Typ bekommen. Nice. Na, man könnte es droppen. Du und deine guten Funde. Ach, hier oben kommen wir denn zum Mittagstisch. Ist der tot? Mhm. Beziehungsweise hier müsste irgendwo noch so ein Vieh von so einer großen Blutgrube rumstehen. Aber hier ist. Das ist die Tür, die von der anderen Seite aufgeht, ne? Ja, genau. Ah! Ach, den hab ich auch ein paar Mal abgefahren. Das ist ein ziemlicher Assi hier. Ja, weil er wieder den Scheiß kann. Und alle, die dieses komische Weapon Art können, sind halt kacke. Jo. Ja, dann macht er auch nichts mehr. Auf zur Kiste. Brauchst du hier? Gerne, aber lass mal zur Kiste erstmal. Ja, Kisten sind natürlich wichtig. Wir haben ihn. Das ist das wichtigste Item. Die blaue Kapuze? Schleißmeter. Was? Sag mal nicht, du kennst ihn nicht. Das ist so ein. Das ist ein Gegenstand, das tut es. Oh nein. Ach, ist das kein Einmal-Gegenstand in diesem Teil? Nee. Ich hab das Ding nie benutzt. Ich hab den bestimmt gefunden, dachte mir dann, das ist hier so ein One-Off, das brauche ich nicht. Wenn es immer PvP versucht zu tarnen und damit Scheißdreck zu machen. Ja, das PvP bleibt, kostet das wenigstens Mana? Ganz minimal. Nee, natürlich nicht. Und wenn wir dann beides so in der Wand? Es gibt halt noch mehr Gegenstände und kann verschiedenes werden. Ah, genau, das ist dieser Riese, den sie rückwärts hier aufgehängt haben und da unten sind noch ganz viele Hundis. Ja, aber ich glaube beim Riesen unten. Ja, ist gut. Oh. Das hab ich gar nicht. Oh. Macht nix, glaube ich. Also kommen wir eh nochmal hin, aber ich glaube, wir müssen auch nochmal hoch dann. Ich würde eigentlich nicht hinterher schon. Gab's hier nicht den blauen Schlag? Ah, hier ist die Kapuze. Blutrote Kapuze. Ach, hier war die. Ich dachte, was die? Ja, wenn. Erhöht eure Kraft. Ja, genau. Das gibt's. Ja, genau. 20 zu 30 ja, gut, Leben. Das ist besser als der komische Linkskopf. Ja, ich hab die nicht. Wie? Du hast die nicht? Nee, weil ich mit Roderica geredet habe und bei dir sind doch alle NPCs nicht. Weil ich meine, die Kapuze lag mich. Nee. Doch, die war hier. Warum habe ich die nicht? Ich scheiß Kapuze jetzt ab. Hä? Wo führt dieser Aufzug hier nochmal hin? Ich hab keine Ahnung, lass uns. Wahrscheinlich der zweite, der hochführt zum Dingens. Zum Wald. Zum anderen Waldturm, ja. Könnte durchaus sein. Jo, ja, jetzt sind wir wieder hier. Da können wir wieder runter. Ja, mich nervt gerade, dass bei mir die Kapuze nicht war. Aber den Vögeln müssen wir auch noch lang kurz dann. Da gibt es bestimmt auch noch ein bisschen was. Ach doch, ich habe die hier gefunden. Hat die ihnen Roderica direkt gegeben, weil ich weiß nicht, was passiert, wenn du nie mit ihr redest. Ob sie denn hier auch aufgehangen wird? Weil sie redet ja immer davon, dass sie zaudert und hadert und dann. Er ist die hier oder wie tot? Dann weiß ich nicht, ob das alternativ. Also, das glaube ich eher nicht, dass das bei dir ist. Ja, die einzige, die deine Geister leveln kann, weil wenn du die nicht hättest, könntest du ja nichts tun. Nee, das wäre ziemlich dumm. Tote Roderica. Nee, dann keine Ahnung, da gibt es für mich dieses Item einfach nicht. Schade. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ah, ja, okay, gut. Ja, da ist diese Statue, da ist dieser komische Keller. Ja. So, jetzt können wir noch. Hoch ja. Eigentlich können wir jetzt mit dem Aufzug hochfahren und noch kurz bei den Vögeln lang und dann müssten wir es eigentlich echt haben. Ja, dann können wir auch teleportieren und resetten, oder?
Hat ja eigentlich keinen Grund. Holzwurm dann. Ja. Obwohl, wir könnten noch mal kurz um den Fahrstuhl runterfahren und schauen, ob jetzt die Kapuze für mich da liegt. Ja, warum nicht? Schon nicht weit. Das würde mich tatsächlich noch mal interessieren. Wie ist die Maschine? Das ist der richtige Raum. Kann ich den Fahrstuhl schon mal holen, während du lädst? Mhm. Ah, dieses Schwert. Ich will nicht, dass es lädt. Du bist fertig mit Laden. Wenn es lädt, muss man immer so lange warten. Ja. Kauf dir NVMe-SSDs. Ich glaube, das ist einfach direkt ein Netzwerk-Issue. Weil es bei dir die Welt geladen hat, dann kann ich vermutlich erst anfangen. Ehrlich gesagt, weil es deinen Weltstand laden muss. Ja, das ist viel Respawn, ne? Die? Oder? Tut's. Ich glaube nicht. Nee, tut's. Ah, das ist ja sehr gnädig dann. Ist falsch. Nee. Ja, ich merk's. Ach Mann, Orientierungssinn. Es wäre so schön, einen zu haben. Was hier? Nee, gell? Nee, möglich, hier kommt vielleicht, weiß ich. Ja, wir müssen noch oben zum. Guck mal, hier ist noch ein Item. Wo? Ich muss dann irgendwie noch hinkommen. Hier über, genau über uns, da liegt. Achso, naja, warte mal, da können wir noch mal hier. Bitte nicht. Dann können wir noch mal hier, schauen. Ja, ihr seid so nutzlos, ihr komischen Quatschmobs. Dann können wir den guten Ritter noch mal von einem Kuzukunibert noch mal umhauen. Alter! Was denn? Ja, Mob. Mit Schild. Ja, er hat ein Schild. Das ist jedes Mal auch schon die Stand 2. Danke dafür. Die Zerstörung des Tisches. Das hier gibt's auch einen guten Cardboard-Sketch zu den Dings hier. Ja. Ah, super, ja, toll. Er dürfte. Ja, das ist besser. Ach, stirb halt. Ich hab. Also, ich verstehe mich jetzt so Fit und One-Taktik, funktioniert viel besser. Radrennen, schweren Schlag machen, wieder abhauen. Dafür ist mich dieses Schwert ganz gut. Wenn wir jetzt hier nämlich nicht mal runterspringen, mal gucken, ob jetzt hier ein Item für mich liegt. Nö, es gibt die Scheißkapuze bei mir einfach anscheinend nicht. Irgendwas hier? Hier kommt man noch wieder rüber, über die Decke da. Achso, hier war das, glaube ich. Wo man das Item da bekommt. Hier kann man außen lang. Da ist so ein Monkey. Bam, bam. Was ist das hier immer? Ist das ein Innenhof? Ach ja. Naja, das sieht sehr danach aus, oder? Jetzt sind wir nämlich... Ja, hier ist die Leiter. 10.000 WG lang. Da kann man hier hoch. Da ist was. Hier ist nix. Ich muss mich jetzt ein bisschen orientieren. Den Teil habe ich ein bisschen vergessen hier. Im ganzen komischen Gebiet. Sind wir jetzt nicht wieder da, wo wir ranfahren? Achso, jetzt da sind wir über dem. Auf den. Ah ja, hier ist es. Ja, hier ist es. Was? Ist es so? Ja, hier ist das Item. Da aha. Ist ja, jetzt muss, das muss ja wahnsinnig gut sein. Und Steinverschlüsse. Hey, ist noch ein Item. Na gut, das. Natürlich können wir den brauchen gerade. Ja, und ein Schildkrötenhals. Das hat sich ja maximal gelohnt. Ah, amazing. Ja, wirklich, also Schildkrötenhalse, ne? Also, ne? Ist auf jeden Fall. Ja, cool, gut. Dann gibt es keinen Roderica-Hopfkopf für mich. Ich meine, der blaue wäre sowieso besser gewesen für mich, aber. So, dann sind wir jetzt, haben wir das hier geshortcutet, na bitte. Ja, wow. Warum haben wir diesen Shortcut überhaupt braucht? Weil das einzige Ding, was hier nicht richtig solo richtig anstrengend ist, ist halt das vercraftete Dings da. Und vielleicht noch der Ritter einer Speisekammer, wenn du es nicht schaffst, ihn initial zu backstabben. Ich weiß, wovon ich rede. Jetzt können wir eigentlich zum Waldturm porten und von oben noch bei den Vögeln lang. Ja, und dann die Kirche machen. Ja, die Kirche noch? Das ist ja auch noch ein Mob. Das ist doch Tops, oder? Der nachher in die Kathedrale will. Ne, es ist nicht. Tops sind wir bereits begegnet. Das ist der andere Magier. Ich habe seinen Namen vergessen. Ach stimmt, ja. Der eine Tafelrunde dann steht, wo man auf diese Balustrade hoch kann, wo man dann zum Invader runterspringen kann. Ja. I remember. Do you remember? Oh, der Vogel dauert noch eine Weile. Diese Dinger machen ganz schön viel Licht. Stealth Ops, Wahnsinn. Das trifft doch niemals. Wie Reichweite hat das vor 1000 Jahren nicht? Was? Frechheit! Ja, aber ich hatte nicht einen guten Feuerball. Geh mal weg. Ich glaube, ich hab's verkackt.
Was? Ja, das hier. Es tut mir leid, das war meine Schuld. Ich dachte, ich bin sneaky. Aber ich war es nicht. War ja ein Squishy-Vogel. Ein Squogel. Ein Squogel. Warte mal kurz, da hinten sind auch Fässer. Die explodieren vom... Macht das wahnsinntechnisch den Feuerschaden? Flammen, Feuer, Unfug. Ah ja, okay. Also. Es gibt, na gut, es gibt auch anscheinend Kombi-Effekte, weil es gibt ja auch die Blutflamme. Das macht der... Das habe ich ziemlich schwer gefunden. Es gibt eine Doppelklinge, die ist echt ziemlich cool. Die skaliert hat mit Arkan und macht Blutschaden, Blutungsschaden. Das ist total geil eigentlich. Das ist aber leider so eine hässliche Doppelklinge, was wieder den ganzen Spaß ein bisschen reduziert. Ich meine, wir müssen... Das ist ja nicht wie so ein Magierturm aufgebaut, das Ding. Fällt mir gerade so auf. Was ist hier noch auf dem Dach? Eine Treppe, um hochzukommen wieder. Ach stimmt, hier ist einfach das... Ah, hier kommt man einfach runter. Ja gut, wir müssen sowieso... Warte mal. Man kommt doch wieder hoch. Kann ich hier... Okay, gut, dann passt das. Dann ist ja egal. Bonk. Runtergesprungen komplett. Ja, nenne ich komplett. Ich habe erst die Zwischenstufe gemacht und danach ganz runter. Okay, ganz weiß nicht, ob man es überlebt. Wahrscheinlich überlebt man. So, genau. Und hier steht nämlich... Rogier heißt er. Jetzt fällt mir wieder ein. Mit seinem Säbel. Oh ja, ich möchte gerne was lernen. Achso, der hat nur... Was hat er denn? Ach. Ah, der hat nur Dingos. Ja, das... wie viel braucht man das? Das steht gar nicht dran, wie viel das braucht. Das ist ja lächerlich. Kriegsaschen sind das. Ach, das sind Kriegsaschen. Das Karin ja groß für, das ist tatsächlich ziemlich cool. Ja, aber leider sorgt das dafür, dass es dann nach dem Magie skaliert. Ja, das stimmt. Das finde ich nicht geil, aber ich glaube, ich lasse mir das mal raus. Vor allem bräuchte ich auch eine Waffe, die ich erstmal mit K. Warte mal, können wir mit dem reden jetzt? Also, hat er das nicht gemacht vorher? Ich glaube, die NPCs sind bei dir alle so ein bisschen verbuggt, oder? Ich konnte, nachdem ich erst mit ihm geredet habe, konnte ich erst. Nachdem ich das gekauft habe, konnte ich mit ihm reden, so rum. Was gibt's hier? Hat er sich denn das vorgestellt, dass der Name Rogier ist? Ich hab gesagt, bla 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 bla, fascinating, isn't it? Achso, warte mal, da sagt er noch was. Na gut, dann hol ich mir auch mal das Karrier-Großschwert, denn die paar Poneten habe ich dann auch noch. Wird wahrscheinlich hinter das, was zwischen mir und einem Level absteht. Oh. Karrier-Großschwert hast du gesagt, ne? Hab ich ja. Ach, jetzt! Aber es ist kein wichtiger Dialog, so. Ich dachte, vielleicht geht er dann automatisch an die Tafelrunde oder so. Aha, er sagt, dass die Goldene Orden zerstört ist und dass sie pervertiert ist. Das ist wahrscheinlich total wichtig in der Lore. Ja, aber ich habe da nicht so richtig aufgepasst. Der Anschluss verloren. Dieser Ritter hat mir immer übel Probleme gemacht. Jetzt haben wir Wahnsinn. Ja, nicht drin. Wow. Es kann nur noch wenige Sekunden dauern, wie er im Gift stehen muss. Ah, guck mal, er ist schon vergiftet. Er ist so gut wie tot. Wir müssen eigentlich gar nichts mehr machen. Ja. Ich hab. Da. Hä? Aber da waren wir doch gerade. Trust me. Okay. I have important task to do. Oh, runterspringen oder was? Yes. Du komm. Yeah, I come. I see. Ach ja. You receive. Hm. Kukri. Okay. Oh ja, noch mehr Kukri. Ich weiß nicht, wie viel. Ich wusste nicht mehr, was für eins ist. Ja, okay, das war nutzlos. Egal. Ich weiß auch nicht mehr, wie viel Kukri ich jetzt schon habe. Es müssten viele sein. Bestimmt 3. Nee, so 15 mindestens. Also heute haben wir zumindest schon zweimal welche eingesackt. Plus dem hier. Das ist übrigens der Kerl. Man sieht sogar das Item da. Ja, genau, das meinte ich, dass man das von hier aus sieht. Puh! Uff. Ah, das ist der Punkt. Aber ich nicht. Das ist der Ausgang von dem Keller, da wo der einzelne Fackelmensch ist. Und da drüber kann man auch noch irgendwie hin. Ich glaube, da kommt man aus dem Keller raus, weil da sind noch so Ratten, glaube ich. Ah ja. Das ist eigentlich auf jeden Fall übel cool gemacht, das ganze Gebiet hier ist schon sehr. Es erinnert ein bisschen an die Undead Burg aus Dark Souls 1, die ja auch ein Meisterwerk des übereinander gestapelten. Ja, das ist voll 3D, man kommt höllisch durcheinander. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt könnte man hier theoretisch... Ne, da ist die Statue, ne? Oder? Ist das die Statue? Ne, ja, das ist nicht die Statue. Total ist total egal, weil hier sind wir jetzt wieder bei den Crafted Fears. Wir könnten genauso gut da runterspringen, gut wäre. Ich spring jetzt da runter, guck, wer ist, weil wir teleportieren im Zweifel eh zu Godric. Stimmt, ja.
Ein Ding fehlt noch. Ja, es ist die Statue. Was fehlt denn noch? Von den Ballisten aus müssen wir noch einen Innenhof. Da quasi durch den Keller durch. Lass uns mal kurz zum Hammer auf Aufzugsseite porten. Wir können einfach durchrennen dann kurz. Ich will da schnell was ausprobieren. Wir müssen durch den Keller mit den Ratten durch und noch kurz was gucken. Ah ja, ich bin hier und mache welche Rüstung kaputt, die echt gut poliert sind. Sag ich doch. Doch, doch. Haha. Jetzt nicht mehr. Sie haben aufgehört poliert zu sein. Oh no. Magic. Okay, dann einfach durchsprinten, oder? Da vorne ist ja der Keller. Rechts ja. Von dem Eingang, den wir da sehen, dann hinter. Das ist unfassbar. Der Maltüte hat mich nicht getroffen. Ich habe schwer damit gerechnet, eigentlich. Ja, Lauftaste groß Brille, ne? Dead! Ich habe keine Ausdauer mehr, das ist schlecht. Dead! Ach ja, dieser Keller. Ranz! Hey! Ich boxe. Böse ran. Böse ran! Ich möchte ja meinen, dass also eine schwingende Waffe voll gut ist. So. Was hat so ausgewählt? Hinter dem Fass hier noch was? Und jetzt? Jetzt gibt's hier noch irgendwie was, glaube ich. So, jetzt kann man hier mit der Leiter hoch an der Seite. Wuppdiwuppdiwupp. Ja, aber sind wir denn nicht da, wo wir vorhin schon mal zündlich waren, bei den Katapulten? Ich doch mal kurz noch gucken. Ja, hier gibt's zum Beispiel noch Pfeile, aber das war jetzt den Trip nicht wert. Ja, aber die müssen wir nicht kaufen, das sind 300 Seelen. Ja, nee, 100 Seelen, glaube ich. Ist hier noch irgendwas von Wert? Hier kann man runter, aber das glaube ich... Sinnlos, kann man hier hoch? Wenn wir da runterspringen, sind wir wieder in den Innenhof, durch den wir gerade mit viel Mühe und Aufwand und Geld gesprungen gelaufen sind. Nee. Hier sind die zwei Ritter. Okay, dann haben wir nichts verpasst. Ich dachte, hier wäre noch was dazwischen. Okay. Gut, dann habe ich noch genug Seelen, um einmal zu leveln? Wahrscheinlich nicht. Warten Sie mal eben. Noch eine Sache, du kannst aber auch schon da kurz rumchillen. Hab hier echt ziemlich viel vergessen, wo hier noch. Fancy Stuff lag. Wow. Das ist ein Parkviech das. Okay, da kommt man einfach zum Haupttor. Genau, jetzt sind wir hier genau bei den Ballisten. Die dann von oben beschießen, wenn man unten ist. Ja, das wäre natürlich sehr schlecht, wenn das passieren würde. Eben. Okay. Bin ich leider im Kampf, glaube ich. Nee, ich bin im Kampf. Ja, auch. Hast du dich mit irgendwelchen Rittern angelegt, aber? Nee, mit diesen komischen Ballistentypen, aber ich glaube, ich kann nicht porten. Also ich könnte auf jeden Fall zu einer Gnade laufen, ohne mich großartig kaputt dann zu machen. Das. Dann können wir, glaube ich, zu Godric porten, dann haben wir es. Ja. Wie viel brauche ich denn? Wie viele Seelen? 15,1, also wir können auch noch ein paar Maps töten, wenn du willst. Ne, dann mache ich das noch schnell, ich habe hier gerade so ein paar... Ich hab gerade die Armbrustbolzen-Typen vom Eingang gefunden. Die sind jetzt zum Glück nicht so der größte Anspruch. Hier noch einen erwischt. Da ist noch so ein Spezialist. Wow. Wieso angesprintet kommen, wenn sie mich zaubern sehen? Das ist ja schrecklich. Du bist jetzt bei dem... Achso, da bist du. Lol. Genau. Hey. Echt Dachs. Alter. Chill doch mal. Was ist mit dir? Hast du so einen großen gefunden? Nee, da waren... Ja, schön. Okay, dann... Baut man es hoch zum... Godric-Feuer. Ja, wer heißt denn das? Wahrscheinlich Godric? Nee, abgelegene Zelle. Ja. Seclude Cells. Schön, schön, schön. Meine Damen und Herren, war Burgsturmschleier. Ja. So, ich brauche noch 2040 Seelen. Verdammt. Wir müssen ja nicht zu Godric reinrennen mit... Was bist du für ein Level? 53. Drei Level über mir. Weil ich alle Seelen geploppt habe, die ich jemals gefunden habe. Dann hau ich so mal rein, for fun. Also ich habe noch 3 200er und ich glaube 200er Seelen und mehr... Der Rest ist alles weg. Alles verbraucht. Ich kann mal 90 von den Einsern rein. 17.000.
Passt. Flaschen. Flaschenaufladung hinzufügen. Yes. Das ist ja gut gemacht. Weil du es gerade vorgelesen hast, bin ich auch gerade in das Menü gegangen, wo das stand, weil ich irgendwie unterbewusst habe mich steuern lassen. Heilige Träne, schade. Luftaufstieg. So, 22 Weisheit, check. Also jetzt brauche ich auch noch. Wie viel brauchst du? Runen jetzt für ein Level Up? Ah, ich bin jetzt 52. 17.000, 17.500. Einfach nur Level abhängig. Ich habe jetzt 23 von meinen 24 Weisheit. Okay. Perfekt. Also noch ein Level, dann könnte ich mein Schwertchen benutzen. Ich kann jetzt auf jeden Fall andere Sachen leveln, weil ich habe so viel Weisheit, dass ich das echt nicht mehr wahr ist. Ich löse hier gerade mal ein bisschen in meinem Inventar ein bisschen Platz aus. Wenn ich doch mal spontan was wechseln muss, will ich mich hier erst durch 20 Gegenstände durchklicken. Yes. So. Na dann, ich habe 31 Weisheiten. Ich glaube, das. Oh, das wird er bestimmt spüren. Wollen wir Nephili mitnehmen? Ne, wahrscheinlich nicht. Man kann das. Das ist eigentlich auch interessant. Achso, der labert uns doch bestimmt jetzt voll, oder? Ja, lass mal. Einmal angucken. Einmal run. Mighty Dragon. They're the true born. Strength, O kindred, deliver me unto greater heights. Mein Gott, er hat 6 Finger. Wo die Wolle hört. Well. Sein kleinen Ärmchen davor hat. Weiß ich nicht. Muss ich besser am Rücken kratzen? Gewiss. Ein Giftnebel? Ja, ich bin, ich hab ihn dabei. Ich habe tatsächlich keinen Schaden davon genommen, das ist ja unfassbar. Ah ja, schon vergiftet, sehr gut. Perfekt. Ach, er kennt diesen Wirbelscheiß auch. Da kommst du so her. Da haben die es gelernt. Hä? Oh, das ging ja schnell. Staggert. Oh. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Habe ich noch nie geschafft. Achtung. Aua. Ziemlich in Range mit so einer großen Axt. Ja, weil er auch an seinen Arm rangebaut hat. Das stimmt, ja. Hat er dafür nicht normalerweise eine Animation gemacht? Ah, jetzt. Ein schöner Drama-Boy. Wie auch immer das funktioniert. Witness me! Warum lassen wir das eigentlich überhaupt zu? Das ist übrigens immer noch vergiftet. Warum lassen wir das eigentlich überhaupt zu, dass er das alles macht? Wir hätten ihn einfach hauen können in der Zeit. Aua, das macht gar nicht so viel Schaden. Oh, das macht Schaden.
Ja, von allen Exzentrikern von der Tankstelle ist er schon mit der Schlimmste, den ich so kenne. Ich bin gleich tot. Mach mal nicht zu dolle hier. Ich stehe halt gerade irgendwie in so einer scheiß Wand. Ah! Die Exzentriker von der Tankstelle. Was ist das jetzt hier? Ich muss sagen, ich habe noch nie in der zweiten Phase besonders lang gegen ihn gekämpft. Eigentlich war man immer selbst schnell tot, bis man raus hatte, was er so macht. Und dann war es echt relativ easy. Alles gut, alte Erdbeben, das hat mich auch mal abgefuckt, dieser Scheiß. Ja, jetzt musst du ja nicht so nah ranstehen. Ja. Ich könnte ja auch mal so einen Giftnebel zaubern, vielleicht bringt das ja noch was. Man hat auf jeden Fall sich schon ein paar gefangen, ja, aber irgendwie scheint mein Feuer auch nicht mehr so viel zu machen, oh Gott. Gutes Flammen. Ich wechsle mal auf Magic Damage. Ah, wir haben ihn, glaube ich, erwischt mit dem Gift. Yay. Oh, was war das denn? Stein, Spell. Ich brauche noch so ein Ding von diesen Teilen, die ich hier benutze. Dann könnte ich voll den Zealot aus StarCraft nachmachen. Ey, wirst du bitte aufhören mit deinen scheiß Flammen? Das ist ja schrecklich hier. Ja, du machst das super mit deinem Fernkampfschaden. Ja. Unsere Heimat. Wo ist denn seine Heimat aus goldenen Strahlen? Ich will es verpflanzen. Cool. 20.000 Seelen. Reicht für ein Level up. Ja, herzlichen Glückwunsch. Er ist tot. Ja, gut, dann. Vielleicht ist das Macke das hier einfach nur. Wo ist denn der Clown hier, der hier sonst rumclownt? Ja, dann müssen wir nochmal. Dann Schnellreise doch mal mit mir. Den weiten Weg. Das hat nur nach dem Frumspiel funktioniert, um extra WTF-Momente einzubauen. Ach, das Frankenstein-Zeug, ja. Jetzt auf jeden Fall da vorne und pisst auf die Leiche. So, dann glaube ich, nutze ich mal die Gelegenheit, um endlich mal was anderes zu leveln, außer Glaube. Ich glaube, mit 31 Glaube bin ich erstmal für den Anfang des Spiels ganz gut aufgestellt. Ich denke auch, damit kommt man erst ein paar Meter. Ich meine, es gab dieses Schwert nochmal in länger, aber ich könnte mich auch täuschen. Weisheit 24, so, check. Okay, ich wäre jetzt ausgerüstet für Karia anwesend. Ah ja. Ah, da ist er. Bei mir ist er tot. Was ist der Typ? Also gerade stand er noch da, bevor ich mich hingesetzt hatte. Ja, wer ist denn bei mir? Ach nee, hier liegt nur die Leiche. Bei mir ist der Typ gerade nicht da. Achso, dann steht er bestimmt bei mir schon wieder oben. Kaufen. Okay, jetzt kann ich bei ihm auch Sachen kaufen, aber er hat wie gesagt ja nur Crap. Naja, irgendwann später hat er, glaube ich, irgendeinen plus 10 Gegenstand im Angebot. Und was Gutes zumindest. Der Torwächter Ghost Rock. Wo bist du denn? Ah, du bist da schon rein. Okay, okay, okay. Ja, das ist. Hier war doch eh nichts, außer der komische Thron. Das Ding hier kannst du auch von der Rückseite anlaufen. Das haben wir bloß irgendwie letztes Mal nicht gefunden, den Eingang. Ich weiß noch nicht so richtig, wofür dieser Dungeon hier gut ist, weil hier ist nichts. Du kannst ja auch nicht angreifen, also du kannst ja auch nicht invaded werden, weil. Obwohl, du wirst aber invaded, irgendwo unten, glaube ich. Hier gibt es irgendwie diese Shabiri-Träne für die Klippenfrau. Die Klippenfrau? Die da an der Klippe steht, der du immer die ganze Schafkiri-Tränen geben sollst. Damit sie dann nachher diesen Wahnsinnskram machen kann. Hier war nichts. Ich habe hier auch jede Wand abgerollert und auf der Suche nach Illuwänden. Hier war halt einfach keine. Hier drunter, es müsste eine Schafkiri-Träne liegen, oder? Hier genau, steht schon Geist und Lüftelor. Jungfer, teure Jungfer, bitte nimm meine Trauben. Ja, genau. Schafkiri-Traube. Nicht Träne, Traube, ja. Aber das sind die für dieses Wahnsinns-Ending. Ach, die brauchen wir direkt fürs Ending. Ja, genau. Das trifft auch ganz Kranken. Ja. Gibst der Tuse, gibst du die Augen, die hier draußen steht, bei den Seeklippen? Wir sind jetzt hier genau in Leonia. Ja. Gibst du der hier die drei Trauben? Musst du dir verteilt über das ganze Gebiet geben? Ja, die steht jetzt hier. Und da. Der bin ich nie begegnet. Dann kannst du dieses Ende freischalten. Achso, die Splint. Genau.
Eine schöne Retraube bereichen. Doch, ich habe mit der geredet. Was ist eine Finsternisjungfer? Fingerjungfer. Achso. Nicht, dass das mehr Sinn machen würde. Okay, also kannst du nicht mit dir handeln, na gut. Kannst du sie dann anstattdessen opfern oder was? Na und, ich weiß nicht, ob ich es spoilern will, das ist halt für dieses Film. Ja, also das ist das Ding, ich habe Shabiri hier umgebracht. Also er hat gesagt, ich soll runter in den Keller von Leonia und, Quatsch, von Leyndell und da war stand ich auch schon vor der Tür, da komme ich jetzt wahrscheinlich auch durch. Aber ich habe eigentlich nicht vor, dieses Ende zu machen, insofern ist mir das egal. Diese Hand dran, wo du dann das Rätsel... Ja, die drei Finger. Genau, dann gehst du da durch und dann, die zündet sich dann an hier, die gute Frau da. Also die verbrennt komplett von Wahnsinn, das ist ja das Wahnsinnsende. Ja, da hat Schabriri mich aber angelogen, weil er hat gemeint, ich soll mich selber verbrennen. Um den Baum zu verbrennen und weil ich nicht Melinia opfern soll. Hat er mir Moralbrief vorgeschlagen. So, dann können wir jetzt in den Keller gehen, oder? Ja, von dann können wir jetzt nach Hammerz auf Aufzugsseite. Old Friend. Schön, schön. Gott, Frankenstein Rick. So können wir ihn auch nennen. Ja, trotzdem, ich brauche dieses Ding nochmal, das ist ja... Weil wir können jetzt bei dir das Wahnsinnsende machen, aber ich habe das andere noch nicht gemacht, aber eigentlich ist mir so ein bisschen egal. Ja, an sich habe ich bis jetzt noch gar kein Ende gemacht, insofern. Nee, auch nicht. Oder wie ist das Spiel einfach vorbei, wenn du es da unten einfach machst? Hey, ist das Laserschwert. Ja. Macht lustige Geräusche. Geht dann. Ja, aber es ist aber eher wie diese Armklingen von den Zealots aus StarCraft und nicht weniger. Ich hatte es schon wie Laserschwertiger vorgestellt. Und ich meine, es gibt das Ding nochmal als Schwert. Ich könnte mich total täuschen. Ledermaus, Schmiedermaus. Ey. Echt das. Yeah, cool. Ich muss das Ding auch noch leveln, weil das ist auf Level 1. Das ist, das kann gar nichts. Wie weit hat denn das Ding der Reichweite? Hm, genug. Das hat richtig viel. Das hat auch einen voll den krassen Auge. Das ist einer der beiden, Startzauber, die du als Dings hast, als Magier. Voll geil. Das ist eigentlich. Das ist Crap. Also Magier zu spielen macht in Elden Ring richtig Spaß, weil das andere Ding, was du zaubern kannst, ist ja auch Zielsuchen. Das ist richtig angenehm. Ja, aber diese Magier-Spells, die du später kriegst, die sind eh alle völlig geisteskrank. Das ist so bekloppt, was die alle können. Der Laser? Ja, erstens der und zweitens die Adulas fucking Mondklinge. Die ist halt so unendlich broken, dieser Spell. Ja, sie haben jetzt ja auch in irgendeinem Patch eingeführt, dass... Nein, komm ich da wieder hoch? Oh ne, ist die Geon. Nevermind. Dass die unterschiedliche Scaling für PvP und PvE haben. Was eigentlich ein Must-Have ist. Das hätte ich gedacht, das haben wir schon mal anschauen. Ich glaube, das sind die von Loser, diese besseren zielsuchenden Sterne. Die sind halt auch nicht dodgebar, wenn du nicht diesen Schnellschritt hast. Ja, nice. Große Ratte. Das kostet leider relativ viel Mana, dieses komische Vorstechen. Naja, ist eigentlich auch egal, wenn ich in eine Mana-Klasse spiele. Kaiser. Ja. Blüte. Das ist übrigens der unblockbare. Schlag, den ich da gerade gemacht habe. Er ist ein Mana-Ding, das hätte ich hätte, oder? Ist das Mana? Nee, okay. Grollruf. Das ist einer von den Todesspells oder Anrufungen? Was ist denn hier noch alles? Anrufung finde ich. Das ist schon der Boss? Genau, da ist der Wurmboss und dahinter ist der Todesprinz oder irgendwas vom Todesprinz. Ja, dann hinter, oder? Oder gibt es noch was anderes, wo wir hinlaufen? Ja, einer die Hütte. Der Wurm ist aber relativ stark hier, ne? Also. Ja, dann ist es so. Dann sterben wir halt. Ja. Ich versuche mal Giftnebel tatsächlich, ich glaube, das könnte ganz cool sein. Ach, dieser Wurm ist das wieder, ja, mein Lieblingsgegner. Und das ist Gift und Heilen, kein Gift, danke dafür. Ich glaube nicht, dass wir das Vieh vergiften können. Hey, hier ist ein Schild übrigens, unerlässlich quasi. Ohne Schild bist du hier sowas von am Arsch. Ja, mal sehen, ob ich es noch schaffe, eins auszurüsten, ohne zu sterben. Okay, ich habe ein Schild ausgerüstet, ich bin so ein Held. Einfach mal hochnehmen. Wir haben ihn vergiftet übrigens. Cool. Achtung, Schild hoch. Ja, man kann die auch dort holen. Das stimmt, ja. Weil der halt zwei Instanzen hat, mit denen er Schaden machen kann. Schlimmer ist, wenn er einen frisst. Ja, das stimmt. Das ist ja unangenehm. Achtung, weg hier. Dieses Drecks wieder. Au. Das ist gerade die. Ach, ich hab die falsche Magie hierbei für sowas. Au. Achso, das kommt jetzt.
Oh, das war dumm. Er ist jetzt enraged hier von seinem Ding und macht jetzt Bonusschaden. Ach so, ich dachte, er explodiert aber noch ganz heftig. Ja, ja. Bisschen, ich hatte eigentlich Angst, dass er mich auffrisst. Jetzt, ich hab grad Lust. Hat er sich ja nicht zwischendurch vergiften lassen? Ja, er ist vergiftet. Ach cool. Was ist das, den Ticker? Ist auf 3200. Achtung! Ah, stimmt. Ja, steht hier bei mir gerade. Ja, dieses Vieh macht doch nie Spaß, weil es immer in irgendwelchen engen Räumen rumsteht. Oh nein, ich glaube, es hat mich gefressen. Hat es nicht? Das ist ein Estus generierendes Ereignis. Bin ich denn hier? So, Schwanzschlag. Bings. Ja, auf den Schock erstmal ein Estus, oder? Gönn dir. Also das Vieh wird nicht leichter, wenn man zu weit spielt, weil alleine hast du halt halbwegs im Blick, was es eigentlich gerade macht. Aber zweit ist das ja noch schlimmer. Ja, es ist ein bisschen anstrengend, der gute Mann hier. Ich brauche bessere Anrufung. Ich hoffe, die Todesanrufung, die wir gerade gefunden haben, können was. Ich hoffe, dass es kein Spell ist. Es könnte auch ein Spell sein, ich bin mir nicht sicher. Es hieß Ruf irgendwas, das wird ja wohl eine Anrufung sein. Rollruf. Obwohl es kann sein, dass sie trotzdem mit Intelligenz skaliert. Also ich hab mal geguckt bei meinen anderen Charts, es gibt schon einige interessante Sachen noch, die auf jeden Fall keine weiße... Ach du Gott, hört auch Kick an. Oh, da muss ich mit meinem anderen Char hier echt nochmal runter in diesen Keller. Das ist ja easy. Ja, ich muss den Weg finden nochmal alleine, selbstständig, aber ohne Hilfe. Einmal auf der Aufzugsseite und dann außenrum so. Und hier ist der Todesprinz, oder ein Stück vom Todesprinz. Riesige komische Krake. Ah. Geschwür des Todesprinzen, was kann... mal wieder im Keller. Er erhöht deinen Schaden gegen... Resistenz gegen Todesbrest. Achso, das ist ein Amulett, ja, oder was? Genau. Ja, gut. Ein stinkendes Geschwür, die Lebenskraft... Lebenskraft bestimmt die Resistenz gegen die Effekte des Todes. Genau. Ja, aber es erhöht nicht die Lebenskraft, nicht diese Lebenskraft. Das wird beschissen übersetzt, aber... Das ist Resistenz gegen Todespest. Na gut. Statuseffekt. Toll. Ja, amazing, ja. Na. Und ich dachte auch, dass diese ganze Todesprinzen-Geschichte mit dem Vieh hier noch zu tun hat, aber anscheinend nicht. Weil der Todesprinz kommt auch mal in seiner vollen Größe dann ja bei dem Fia-Quest am Ende, wo du ihre... Ja, das ist ja bei mir nie Ja, das ist bei mir halt nie passiert, weil ich das wie anders... Ich bin irgendwie falsch abgebogen. Ja, aber wir können den Quest richtig machen, weil das Ende ist richtig fucking cool von dem Quest. Ja, dann lass uns das machen, weil ich weiß nämlich nicht, was man tun muss, wenn ich das google. Machen, ich will den Boss nochmal machen, damit er am Ende kommt, der ist so cool. Ah ja. Good Boy. Außerdem hat er ein Legendary, so ein Echo. So ein ganz großes. Ah. Ah, der hat eine große Seele. Achso, apropos große Seele, da müssen wir jetzt auch gleich hin. Wir müssen über diese Brücke laufen. Ja. Und... Alter, wie lange läuft man denn hier? Das ist die Antwort. Was denn hast du für eine scheiß Leiter? Ah, jetzt kommt man hier raus. Das ist der Dings da, wo Alter. Man Finally! Ja, da halt rauskommt. Ja, da halt. Jetzt die komische Statue. Ach hier, aber hier müssen wir auch nicht weiter, weil jetzt können wir uns einfach wegporten. Jo. Dann müssen wir jetzt zur Turmbrücke von Limgrave. Ah, hast du auch schon. That we Schön! Do. Kurz, hast du den Keller auch mal gesehen? Ja, hab ich auch. Weil das wird bestimmt total super, diese Viecher kaputt zu hauen mit einem Schild. Mit einem Laserarm-Dings. Gibt's das nicht nochmal ein größeres Putter? Das Ding hätte ich halt gerne in groß. Als Großschwert. Ja. Aber ich fürchte, das ist halt, glaube ich, damage-technisch keine Alternative, weil das macht halt jetzt auf plus 1, 97 plus 45. Das skaliert nur mit Glauben, nichts anderem. Und die anderen Schwerter machen halt mehr, also wesentlich mehr Schaden. Zum Beispiel die Axt in meiner linken Hand macht halt 240 plus noch was. Und die hat nur ein Descaling auf Glauben. Ja, wir finden bestimmt noch ein paar schöne Glaubenswaffen. Eben. Irgendwo. Ich habe Stärke Blitz gespielt, im dritten Teil zum Beispiel, und habe relativ schnell gemerkt, dass Blitz unglaublich gut ist. Aber... Ja, das im ersten Teil war doch Blitz absolut overpowered mit dem Blitzpulver da. Da konntest du ja, wenn du das gleich am Anfang gefunden hast, den scheiß Taurus eigentlich easy weghauen. Machst du das Nahkampfvieh und ich kümmere mich um das andere? Guck du dir mal den Bogenschützen an. Alter, mir fällt gerade auf, es gibt zwei Nahkampfgegner hier. Ja, dann mach ich dir hier zuerst.
Warte mal, dann, ich renne zum Bogenschützen, du schaffst das schon. Oh nein, er schießt auf mich, das ist absolut unpraktisch. Ich habe keine Auswahl mehr. Oh, der macht ja gar keinen Schaden. Dafür, dass das ein riesengroßer Pfeil ist. Oh, hallo Keksen. Wirkt irgendwie noobig. Aha. Ist das wieder Kevin? Ich glaube schon. Der allerechteste. Ich weiß doch nicht, warum man solche Sachen behauptet. Ja, Mann. Oh nein, es speit Feuer, das Vieh. Warum macht das die? Warum? Hallo. Hallo, Kevin. Nicht Feuerspeien, das darfst du nicht weg. Pack. Also zumindest beschießt er nicht mal mit Bögen rum. Und es wird mal abgemacht. Dein Ernst. So, ich habe jetzt einen, ich nehme an, du bist beim zweiten dran. Zweiten gerade tot, as we speak. Nummer 3 ist gerade in Bearbeitung, aber sie haben mich beide simultan gehauen, da musste ich ein bisschen aufpassen. Ja, das ist mal sehr ärgerlich, wenn sie das machen. Mega, ja. Sind die hinter im Tal der Riesen eigentlich größer oder wirkt das nur so? Die sind immer gleich groß. Okay. Ich dachte, die waren später irgendwie größer als der hier. Du machst das super mit dem Vieh. Ich bin dann auch bald da. Au. Man darf ja leider nicht aufmounten. Kannst du jetzt mal gestaggert werden, Monsieur? Wie wär's? Ich müsste meinen auch komplett so machen. Ah, jetzt. Schlitz. Reicht das? Das reicht. Yay, nochmal 1000 Seelen. Oh, der hat was gerobbt. Das ist die Golem-Hillebarde. Sie auch. Die ist bestimmt lächerlich groß. Boah. Nee, geht. Bei ihm war sie irgendwie mächtiger. Bonk. Ich kann die 2 nicht tragen? Nein, kann ich nicht. Sie braucht 36 Stärke. Nee, wo warte mal, 36 Stärke? Ich hab doch 18 oder nicht? Nein, ich hab sogar 19 Stärke. Ich könnte die tragen. Beidhändig. Theoretisch. Die Weapon Art. Ja, nee, danke. Aber ja, ihr so zum Rumtrollen. Ich hab schon diese lustige Sense zum Rumtrollen benutzt. Also. Ach so, hier war einfach ein Portal am Ende. Deswegen setzt ja die. Oh, das ist so ein PvP-Scheiß, das ist das Ding. Die Brücke ist ja völlig kaputt hier. Ich dachte mir schon, wie kommen wir denn nochmal wieder? Ja, aber die anderen Brücken schummeln doch auch alle. Die teleportieren nicht doch auf halbem Weg oder sitzen hier so komischen Götterskalpen vor der Nase. Ja, die Götterskalpen vor der Nase, man kennt sie. Das ist doch ein total ekliges Vieh. Vor allem, wenn du siehst, dass die Klamotten aus Menschenhaut sind. Menschen? Aber der Götterskalpen-Talisman macht, dass du mit mehreren Schlägen Lebenspunkte wiederkriegst. Das triggert ungefähr genauso oft, wie es in Dark Souls 3 der Fall ist. Bei diesem Gegenstand. Ja, gut. Ja. Also nie. Bonk. 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 Ist da hinten noch irgendwas? Das sind Vögels. Mhm. Ich bin gerade noch am Kochen. Ich schaue später nochmal rein. Ich habe es gerade nur gesehen. Jojo. Dachte, ich sag mal wieder hallo. Ja, voll nett, Kevin. Ja, ja, ich lange nicht gehört, ja, ne? Hab jetzt wieder einen PC aufgebaut. Das WLAN ist zwar scheiße, aber ich sollte nachher vielleicht ein bisschen spielen. Mein Herr, haben Sie von LAN-Kabel gehört? Ja, es ist kein eigenes Internet in der Wohnung, ne? Ich benutze das WLAN von meiner, ach so, von meiner Mutter. Ich bin in der Wohnung bei meiner Mom im Haus. Ach so. Dann wird es Zeit für lange LAN-Kabel. Das ist immer noch besser als alles bis aufs Wi-Fi. Ja, schon. Also. Alright, aber dann euch. Wir fahren Fahrstuhl. Dann erfolgreich. Wie ihr sterbt. Ups. Okay. Das ist bis jetzt erst 18 Mal passiert und Alex, glaube ich, noch weniger als ich. Das ist schon gar nicht mal so viel. Ja, aber zu zweit ist ja auch alles ein bisschen leichter. Ich meine, wir haben Limgrave geschafft, wir haben Sturmschleier geschafft, wir haben Dings geschafft. Ja, anderes und? Alex, du kanntest es auch schon. Ja, eben. Ja, ich ja auch. Okay, du auch. Ist ja nicht blind. Das ist ja auch nicht unser erstes Soulspawn-Spiel, was wir schon mal angefasst haben. Ach, ja, wir könnten eigentlich unseres Game weiterspielen. Ja, wenn du Jan überredet kriegst, der letzte Moment, der hat nicht so viel Lust. Okay. Hm. Mal schauen. Ja, alright. Gut dann. Bis später. Jo. Gordrix, große Rune. Hier sind 2 Finger. Ja, die sind aber. Die haben auch Haare. Ich hab auch Haare. So, denn. Aber nicht so lange wie der Finger hier. Ja, mein Finger ist auch kleiner.
Wirklich? Kommen die Vögel hier nicht runter? Man könnte die Vögel runterschießen. Wir können auch die Brücke, die Vögel da angucken. Ja, oder wir teleportieren mal kurz zurück zur Tafel der Gnade. Na gut, na gut. Um Waffen zu leveln, mit diversen Leuten zu reden, die uns jetzt alle groß zuposten und die Folge abzumoderieren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.